Willkommen zurück beim Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns als letztes Thema zu Exceptions jetzt den Punkt an. Wann sollten wir denn eigentlich Try-Catch-Blöcke einsetzen? Und dazu schauen wir uns nochmal diese Klasse hier an. Insbesondere eben diese eine Methode, die bloß auf ihr definiert ist. Und ich habe im vorletzten Video eben schon mal erwähnt, wann wir denn ungefähr Try-Catch-Blöcke einsetzen sollen. Im Prinzip immer in orchestrierenden Klassen. Und das habe ich ja schon hier erwähnt. Wir haben hier eben verschiedene Funktionalitäten. Eben einmal der Funktionalität der Klasse Konsole und Funktionalität der Klasse Convert. Und die wollen wir eben letztendlich so orchestrieren, dass es aussieht für den Nutzer, als dass er eben hier gesagt bekommt, bitte Ihre Zahl eingeben. Dann lesen wir vom Nutzer was ein, schließen die Zeile ab, versuchen das Ganze zu konvertieren und geben diese eingelesene Zahl wieder zurück. Also wir schreiben ja nicht direkt hier, wir interagieren nicht wirklich mit diesem Streamwriter, der dahinter steckt, sondern wir diese Funktionalität wird ja von der Klasse Konsole abgekapselt und genauso machen wir hier keine Analyse der Buchstaben, die in diesem String stecken und versuchen dann explizit das irgendwie in einen Integerwert umzuformen, sondern dafür setzen wir die Klasse Convert ein. Und dazu möchte ich einfach nochmal kurz ein Schaubild machen, wie man sich das vorstellen kann. Also, wir haben hier beispielsweise eben eine gewisse Grundfunktionalität 1 oder A und hier machen wir eben die Grundfunktionalität B und hier meinetwegen die Grundfunktionalität B, C, Funktionalität so, C. So, und diese Klassen, also das können wir wirklich als Klassen ansehen, diese drei, die erledigen bestimmte Sachen für uns. Also wirklich, die haben ganz konkrete Grundfunktionalitäten, wie zum Beispiel hier könnte Grundfunktionalität A sein, mit der Konsole eben Ausgaben zu machen oder eben darüber einzulesen. Und Grundfunktionalität wäre eben einen String in einen Integer umformen. Ne? Dann hätten wir quasi hier dieses Schaubild ungefähr wieder beisammen. Ich rücke die Sachen noch etwas zusammen. Und wichtig ist eben, was wir häufig machen, ist, wir schreiben eine orchestrierende Klasse. Und diese setzt eben die Funktionalitäten der anderen Klasse ein, um eben hier sozusagen ein sozusagen mehr ist, oder das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Teile, um eben etwas Sinnvolles aus den Grundfunktionalitäten dieser Klassen zusammenzustellen. Und genau in diesen Klassen sollte, wenn bei diesen Grundfunktionalitäten Exceptions auftreten, eben in dieser orchestrierenden Klasse der Try-Catch stattfinden. Insbesondere so, dass sie wirklich innerhalb dieser Klasse auch alle Mittel zur Verfügung haben, um die Exception ordentlich zu behandeln. Warum? Gehen wir mal hier davon aus, dass hier eben wirklich diese Convert-Klasse bei dieser Grundfunktionalität B angesprochen ist. Ja, also die kriegt quasi einen String und soll innerhalb dieses Funktionsablaufs diesen String in einen Int konvertieren. Wenn hier jetzt wirklich ein Fehler auftritt, wie soll denn bitte diese Funktion entscheiden, wo dieser Fehler auftauchen soll? Soll der bloß gelockt werden, weil unser Programm nämlich gar kein User Interface hat und unser Nutzer, ein Nutzer, der davor sitzt und quasi diesen Fehler sehen sollte und gesagt bekommt, bitte gib was Neues in deine Textbox ein.
Oder wird das Ganze sozusagen als Service ohne User Interface ausgeführt und wir haben eben eine Netzwerkschnittstelle und andere Prozesse können uns aufrufen. Dann wäre natürlich nicht der richtige Weg, den Fehler bekannt zu geben, dass eben wir irgendwo eine Meldung auf dem Bildschirm anzeigen, sondern dass wir eben bei der Antwort bei dieser Netzwerkanfrage sagen, hey Junge, das, was du uns da gegeben hast, das können wir nicht verarbeiten. Das sind zwei ganz unterschiedliche Mittel des Fehlerkommunizierens. Aber wieso, diese Grundfunktionalität kann nicht entscheiden, dass diese jeweils ausgelöst werden sollen. Ja? Und deswegen wirft eben diese Grundfunktionalität eine Exception. Die orchestrierende Klasse hat wiederum alle Grundfunktionalitäten zur Verfügung, um beispielsweise diesen Fehler, der geworfen wurde, dann dem Nutzer mitzuteilen. Ja? Schauen wir uns nochmal das hier an. Wenn der Fehler kommt, dann hat diese Klasse die Abhängigkeit zur Konsole und kann darüber sagen, Junge, deine Eingabe war nicht korrekt, bitte versuche es erneut. Das wäre vom objektorientierten Design oder vom Aufteilen der Funktionalitäten, wir sprechen ja immer auch von Separation of Concerns, nicht der richtige Weg, wenn wir diese Fehlerbehandlung mit in diese Methode TwoIn32 mit reinbauen könnten, weil wir dann eben die Möglichkeit, diese Funktion wieder zu verwenden, sozusagen fast zunichte machen, weil diese Methode eben nicht nur Strings in Ints konvertiert, sondern auch noch Fehlerbehandlung gleichzeitig mit in sich eingebaut hat. Und wenn wir diese Fehlerbehandlung so in dieser Form nicht möchten, dann können wir diese Funktion nicht aufrufen. Deswegen nochmals, also die orchestrierende Klasse sorgt quasi dafür, hier sollten Sie Try-Catch-Blöcke anbringen, insbesondere dann, wenn diese Grundfunktionalitäten irgendwie die Prozessgrenze verlassen. Ja, also Console, Readline geht ja quasi auf den Nutzer und der gibt über die Tastatur bestimmte Eingaben ein und die müssen wir verarbeiten. Also hier wären Try-Catch-Blöcke angebracht, wie wir eben im Beispiel gesehen haben. Genauso bei Festplattenzugriffen, Datenbankzugriffen, Zugriffen aufs Netzwerk. Immer dann, wenn wir den internen Arbeitsspeicher, eben unsere Prozessgrenze verlassen, dann sollten wir diese Grenzen mit Try-Catch-Blöcken absichern, damit beispielsweise, wenn die Internetverbindung kurz abgebrochen ist, nicht deswegen unser Programm abstürzt, weil eben die entsprechende Grundfunktionalität zur Kommunikation über HTTP gesagt hat, sorry, keine Internetverbindung, ich werfe jetzt eine Exception deswegen. Es kann aber auch sein, dass diese orchestrierende Klasse vielleicht wiederum von einer anderen orchestrierenden Klasse eingesetzt wird, die eben nochmal einen Layer drüber setzt. Und was weiß ich, bloß hier die zu einer anderen Funktionalität noch eben die Referenz hat. Und angenommen, diese Sache wäre nicht hier, dann immer so die Try-Catch-Blöcke setzen, dass sie wirklich den Fehler auch ordentlich behandeln können. Üblicherweise lockt man eben Exceptions, das heißt, ihre orchestrierende Klasse muss irgendwie Zugriff auf einen Logger haben. Und teilweise werden auch Fehler ausgegeben auf der Oberfläche, damit der Nutzer darüber eben Bescheid weiß. Hier hat etwas nicht so funktioniert, wie er das eigentlich erwartet hätte. Und das wäre dann eben eine Referenz auf irgendein Objekt, das mit dem User Interface zu tun hat. Bei unseren Fällen bis jetzt noch die Konsole, aber wenn wir eben in Oberflächenprogrammierung dann später noch einsteigen, dann sehen wir auch, dass es da erhebliche Unterschiede gibt zur Konsolenklasse, die wir eigentlich jetzt bloß einsetzen. Ja? Also sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrer orchestrierenden Klasse wirklich bloß diese Grundfunktionalitäten der anderen Klassen einsetzen und dass Sie eben, wenn Sie dort Try-Catch machen wollen, eben auch fähig sind, diese Fehler richtig zu behandeln. Also dass Sie Referenzen auf einen Logger haben, auf die entsprechenden User-Interface-Objekte und so weiter. Gut, das war eigentlich das, was ich zu diesem Thema noch sagen sollte.
Hier ist auch nochmal das Wichtigste. All input is evil. Schützen Sie Ihr Programm also vor falsch entgegengenommenen Werten und setzen Sie Try-Catch prinzipiell so selten wie möglich ein, aber so häufig wie nötig. Also machen Sie nicht Try-Catch-Blöcke um des Try-Catch-Blocks willen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe teilweise schon gesehen, dass Try-Catch-Blöcke, eben weil sie zur Flusssteuerung dienen, eben eingesetzt wurden, um If-Else- oder Switch-Konstrukte zu ersetzen. Machen Sie das nicht, bitte. Try-Catch wirklich bloß zur Fehlerbehandlung. Es heißt ja auch Ausnahme auf Deutsch. Also, dass eine Exception ausgelöst wird, sollte nicht der Regelfall sein. Und wenn Sie dann eine produktive Anwendung schreiben, kann man sich überlegen, ob man in der Main-Funktion einen Try-Catch-Block startet, der dann auf jeden Fall die Exceptions abfängt auf oberster Ebene, auch wenn wir dann nicht mehr wirklich wissen, was eigentlich genau an welcher Stelle der Fehler passiert ist. Wir können diese Exception trotzdem locken und dem über das User-Interface beispielsweise dem Nutzer sagen, Entschuldigung, hier ist ein Fehler passiert, die Anwendung wird jetzt heruntergefahren und du musst sie bitte neu starten. Ja, das war jetzt erstmal der erste Punkt zu Exceptions, die weitestgehenden Grundlagen. Wir kommen nochmal auf Exceptions zurück, wenn wir eben uns genauer mit File-Input und File-Output und anderen Themen beschäftigen, weil es eben auch noch einen sogenannten Finally-Block gibt, den man an Try-Catch-Blöcke anhängen kann. Aber dazu später mehr in weiteren Videos. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.